die Philly. Ich übernehme heute Chris seinen Part, weil er heute wahrscheinlich nicht die Möglichkeit dazu haben wird, sich bei euch zu melden. Chris hat heute Nacht überhaupt nicht geschlafen, hatte tierische Schmerzen, ist deshalb auch heute Morgen früh zum Arzt gefahren. Und Stand der Dinge ist mittlerweile, dass er heute Abend operiert werden muss. Ja, das war jetzt erstmal ein Schock, damit hätte die letzten Tage niemand damit gerechnet. Die Symptome waren da, die Schmerzen aber nicht in diesem Ausmaß. Das hat sich dann alles heute Nacht angebahnt. Und ja, es war nicht mehr für ihn erträglich. Und ich hoffe, er bekommt dann heute Abend gut geholfen. Und ich hoffe, er kann dann die nächsten Tage möglichst schmerzfrei sein. Und ja, wir sind mal gespannt, wie es mit dem Training aussieht. Also ich denke, die nächsten Tage dürfte er wahrscheinlich nichts machen. Bekommen wir aber alles im Nachhinein gesagt. Was heißt das jetzt für die Wettkampfvorbereitung? 3 weeks out. Ihr wisst, was das heißt. Es sind noch 3 Wochen bis zum Wettkampf. Eigentlich kein Tag ohne Training, kein Tag ohne Cardio-Training. Chris hat momentan sogar 2 Cardio-Einheiten an einem Tag gemacht. Morgens Cardio, abends der Master. Total crazy, meines Erachtens. Aber ja, so läuft die Geschichte. Ist auf jeden Fall die letzten Tage extrem im Zombie-Modus. Hat auch richtig Bock. Möchte sich das auch nicht nehmen lassen. Aber manche Dinge im Leben kann man einfach nicht planen. Wie es letztendlich weitergeht, das können wir erst dann die Tage entscheiden. Und wir hoffen, dass es alles gut ausgeht, dass die Operation gut verläuft. Ich habe ihm gerade seine Tasche gepackt und die fahren wir dann heute Abend vorbei, dass wenn er nach dem OP rauskommt, dass ich dann vor Ort bin. Für mich heißt es dann heute Tasche vorbeibringen, so lange wie es geht bei ihm bleiben. Und ich sag mal bis dann. Ich komme heute Nachmittag noch nach Hause. Morgen muss ich noch mal zum Verbands- oder zum Kompressen wechseln. Es fühlt sich an wie in den sehr unangenehm. Ich freue mich, dass ich nach Hause komme. Der Freund hat mir freundlicherweise mein Hähnchen und mein Brokkoli vorbeigebracht. Dennoch habe ich heute Morgen noch ein normales Brötchen gegessen zum Frühstück, weil ich mich danach fühlte. Wie meine Gedanken sind bezüglich Wettkampf und wie ich versuche jetzt vorzugehen, was ich mache, warum ich was hier mache, ob ich überhaupt jetzt was machen werde. Zu versprechen wir, wenn ich zu Hause bin. Ja, es ist der nächste Tag. Also, es ist jetzt Mittwoch, 1. Mai. Ich kann gerade zum ersten Mal wieder sitzen. Ich konnte gestern um 15 Uhr nach Hause. Hatte einen ganz, ganz schlimmen Tag gestern. Also ich hatte unheimliche Schmerzen. Ich konnte mich nicht auf den Rücken legen. Ich konnte nur auf der Seite oder auf den Seiten liegen. Worauf ich unheimliche Schmerzen auf beiden Seiten bekommen habe. Vom Liegen, Stehen, vielleicht 2 Minuten, dann habe ich Schmerzen bekommen. Diese Wunde ist ausgestopft worden mit so einer Kompresse. Ich habe jetzt in der Stunde nochmal Termin im Krankenhaus, da wird die Kompresse rausgeholt, um mal darüber zu sprechen, was ich überhaupt jetzt hatte und wieso ich das hatte. Ich hatte eine Steißbeinfistel, ein Abszess am Steißbein. Das ist bei jungen Männern eine sehr häufige Krankheit. Die kommt einfach so, die ist nicht beeinflussbar, die hat auch keine Ursache, die man beeinflussen kann. Ja, wie habe ich das Ganze gemerkt? Also es war so, dass ich am Sonntag also einen leichten Druck verspürt habe, war aber nicht schlimm. Hätte einfach Pickel sein oder so. Abends noch eine Stunde Cardio machen auf dem Stairmaster und komme nach Hause und kann mich schlecht hinsetzen. Ja, habe einfach Schmerzen gehabt. Es ging aber, es war nur ein bisschen unangenehm. Die Nacht über konnte ich nicht schlafen. Meine Mama ist im medizinischen Bereich tätig als Heilpraktikerin. Und da bin ich dann morgens um 6:30 hingefahren und habe gesagt, Mama, guck dir das mal an.
irgendwas stimmt da nicht. Ja, und die hat direkt zu mir gesagt, ab ins Krankenhaus. Ich habe gesagt, nein, ich kann nicht ins Krankenhaus, ich will nicht ins Krankenhaus. Sie hat mich da ein bisschen aufgeklärt, was sie denkt, was das ist und was sie denkt, wie man da vorgehen muss. Es war auch zu dem Zeitpunkt so, dass es richtig, richtig schmerzhaft war. Es wurde auch immer schlimmer. Und ja, dann sind wir ins Krankenhaus und der Arzt hat keine 30 Sekunden drauf geguckt und hat gesagt, das muss heute noch operiert werden. Ja, wir haben es dann aufgeklärt und dass man diese zwei Möglichkeiten hat. Entweder, dass man diesen Herz spaltet und es dann quasi reinigt und man etwas raus muss, rausholt, oder ob man komplett alles drumherum durchschneidet. Da in 3 Wochen Wettkampf ist, habe ich natürlich gesagt, ich möchte nur die Spaltung, dass die Wunde kleiner ist, dass ich schnell es geht, wieder irgendwie wieder sowas machen kann. Ich war natürlich emotional ziemlich am Ende. Ich bereite mich seit mehreren Monaten auf meinen ersten Wettkampf vor. Ich habe viel gearbeitet, habe viel investiert, habe viel. Es war ein unheimlich langer Weg. Jetzt sind die 3 Wochen noch, es sind noch 3 Wochen, es ist die heiße Phase. Jetzt geht es richtig ab, jetzt sieht man jeden Tag Verbesserung. Jetzt ist hier jeder Tag. Ich habe mich da richtig drauf gefreut. Und jetzt ist es halt so, dass ich nicht weiß, wie ich weitermachen soll oder wie es überhaupt geht. Habe auch jetzt noch Schmerzen. Es ist eine offene Wunde, es bleibt eine offene Wunde, die wird nicht vernäht. Und das halt, wird jetzt so sein, dass ich wahrscheinlich dann jeden Tag diese Wunde spülen muss. Und natürlich aufpassen muss, ja, wenn ich viel schwitze, Bakterien, Krankheitserreger, dass sich da keine Entzündung breit macht. Was heißt das für mich? Ich habe noch 3 Wochen, beziehungsweise nicht mehr 3 Wochen, es sind nur 17 Tage oder 16 Tage jetzt. Es wird verdammt eng, ja. Ich bin kein Mensch, der schnell aufgibt oder der das einsieht, aufzugeben. Ich diäte weiter. Ich möchte unbedingt starten. Ich habe mir nicht jetzt monatelang den Arsch abgearbeitet, um jetzt mir von sowas hier irgendwie alles kaputt machen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich natürlich die Form hinbekomme. Ich gehe davon aus, dass es natürlich das Endergebnis deutlich schlechter sein wird, als es gewesen wäre, wenn ich jetzt das alles hier nicht durchgemacht hätte. Aber ich versuche nicht aufzugeben. Es ist halt einfach, wenn man das realistisch sieht, ich bin jetzt ein bisschen down. Ja, ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, Rotz und Wasser geheult, weil für mich so eine Welt zusammengebrochen ist. Du ackerst dich monatelang ab und dann 3 Wochen vorher bekommst du sowas gesagt, aber das passiert sowas. Ich habe immer erwähnt, dass ich sehr froh darüber bin, dass ich das, was ich so mache, machen kann gesundheitlich, und jetzt Backpfeife, ja. Wenn ich natürlich merke, dass es überhaupt nicht klappt, dann kann ich nicht starten, ist mir auch bewusst. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Diese Beatmung während der OP habe ich auch unheimliche Halsschmerzen. Wisst ihr, dass das Schlimme an der Sache ist, das Ganze ist für viele anstrengend oder ja, unangenehm, du musst auf das verzichten und das und du musst nur das. Und ich habe das wirklich, mir hat das unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe zum ersten Mal so wirklich ein absolutes Ziel gehabt. Zum ersten Mal wirklich ein absolut dieser Wille gehabt und war voll drin. Es gab nur dieser Tunnelblick und es war unheimlich cool. Ich habe das wirklich von ganzem Herzen geliebt. Ich liebe es nach wie vor. Und da so rausgeschmissen zu werden, das macht mich ziemlich... Das macht mich ziemlich fertig, ja. Ich hätte noch einiges zu arbeiten gehabt, diese 3 Wochen. Ob ich es jetzt hinbekommen werde, schauen wir mal. Es bringt ja alles nichts, man muss jetzt einfach nach vorne schauen und gucken, was man jetzt daraus macht. Also ich muss weiter diäten, es ist jetzt einfach so, dass mir mein Arbeitsumsatz fehlt. Das sind so 1.000, 1.500 Kalorien mit dem ganzen Sport eben nebenbei, die mir jetzt halt ein paar Tage fehlen. So lange, wie es eben dauert. Mir bleibt jetzt eben nicht viel mehr zu tun, als so diesen Plan zu machen. Okay, so früh wie es geht wieder ins Cardio, so früh wie es geht wieder mit leichten Training an die Gewichte und weiterhin die Diät schieben und einfach schauen, was passiert. Wir haben ja dieses Home-Gym-Projekt gestartet, da kommt auch bald der erste Teil, weil wir denken, dass es jetzt gleich weitergeht. Und verfolgt es kräftig auch auf Instagram. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich werde weiterhin kämpfen, beißen, einfach alles schauen, was möglich ist. Es sind immer viele Tage, es wird sau eng. Ich denke, es wird mich hindern, dass ich eine Topform habe. Das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Aber unter diesen Umständen die beste Form zu erreichen, das ist mir Antrieb genug. Es ist jetzt Mittag, seit wann war ich hier beim Arzt. Ich habe jetzt noch ein bisschen hingelegt, ein bisschen geschlafen. Die Kompresse wurde rausgemacht. Dabei hat man gesehen, dass ein Blutgefäß pulsiert hat, es wurde dann schnell der Popo betäubt, dann wurde das genäht, ja, dann noch ein großes Pflaster drauf. Morgen kann ich es abmachen und ausspülen.
trainieren die nächsten 2-3 Tage nicht. Also vielleicht frühestens, je nachdem wie es mir geht. Frühestens wahrscheinlich am Freitag, Samstag. Ich denke ja Samstag dann. Ich darf wohl Cardio machen. So den Blutdruck relativ weit unten halten. Ich werde es auch heute jetzt versuchen. Ich werde gleich ins Gym fahren. Vielleicht eine halbe Stunde Stairmaster, eine halbe Stunde Laufband machen. Ich habe das Gefühl, ich brauche das jetzt auch so ein bisschen für den Kopf, dass ich ein bisschen was machen kann. Ich probiere es jetzt einfach weiterhin. Mehr bleibt mir sowieso nicht übrig. Mal schauen, wie es Cardio klappt. Wann ich wieder ans Eisen kann. Die Form sich jetzt arg verschlechtert. Manchmal ist es ja so, dass vielleicht eine Trainingspause ab und zu mal ganz gut tut. Dieser Hoffnung bin ich jetzt. Ich hatte natürlich noch ein bisschen was abzunehmen, falls ich mich nicht mehr melde. Vielen Dank fürs Einschalten und ich halte euch auf dem Laufenden. Eye of the Tiger Modus ist immer noch drin. Nobody can stop me. I try everything. Let's do it.